Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Inderia. Inderia mit mir, Herocrafter aka Max aka. Hä? Wo sind Baby Hero und Wolfie? Peter? Weißt du, wo die sind? Nein? Hä, sind die abgehauen? Nein, Leute, Spaß. Erstmal, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich momentan für Probleme habe. Oh mein Gott. Ja, bevor ich euch das alles zeige, erzähle ich euch erstmal. Ich habe mies Internetprobleme. Ihr wisst schon, Internet und so. Wie damals im Blood Hero, da hatte ich auch mies Internetprobleme, aber hier lädt wenigstens mein Skin und das ist wenigstens schon mal gut. Ich hoffe, die Aufnahme laggt nicht zu sehr, beziehungsweise rendert nicht so schlecht. Blablabla. Ist ja auch egal. Ich habe so schlecht Internet, ich kann nicht mal Videos uploaden, also hochladen. Das ist echt schlecht. Ich musste über mobile Daten, genau wie die Folge hier, die ihr gerade seht. Und die gestrige Folge Herofy musste ich alles über... Und am Mittwoch, die Folge in Derie, muss ich alles über mobile Daten hochladen. Es war stressig. Ich habe rumtelefoniert. Ihr wisst Bescheid. Die schon Internetprobleme haben oder hatten, ihr wisst, was das für ein Struggle ist. Oder eure Eltern wissen, was das für ein Struggle ist, das alles zu machen. Und Leute, ich wünsche euch keine Internetprobleme. True, keine Internetprobleme. So, erstmal Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich habe die Zimmer aufgebaut. Mit so Glas davor, hier ist Baby Heroes Zimmer, hier wird noch eingerichtet, da habe ich Glas hingemacht. Das sieht so sieht schön aus. Da wird noch mit Spielzeug, Bett, alles eingerichtet, die Wand wird noch alles gemacht. Hier drüben ist Wolfie, der hat auch sein eigenes Zimmer. Hier wird auch noch die Wände gemacht, da hinten alles wird noch gemacht, Leute. Ist ja erstmal so provisorisch. Hier habe ich so Glas davor gemacht, dass die nicht abhauen können dann halt. Sieht auch viel, viel krass aus, aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie komme ich da rein? Leute, haben mich darauf aufmerksam gemacht, mal einen Geheimgang zu bauen, und ich habe einen Geheimgang, was heißt geheim, doch, ich habe einen Geheimgang gebaut, und würdet ihr jetzt sehen, wo der Geheimgang ist? Ich nicht, und deswegen zeige ich ihn euch, Leute, aber erstmal hier, Wolfie, hallo Wolfie, und hallo Baby Hero, und hier ist der Geheimgang. Würdest du nicht denken, oder? Seid ehrlich. Hier geht's dann rein. Man sieht das sogar nicht mehr. Man könnte denken, dass wir ein einziger... Guck mal, hier ist ein einzelner Block. Okay? Hier ist auch ein einziger Block. Hier wird auch ein einziger Block angezeigt und hier unten auch. Riecht geil. Dann gehe ich hier durch, mach das zu. Komm hier drüben bei Baby Hero raus. Bin ich bei Baby Hero? Der hat so eine schöne Aussicht hier. Sieht schön aus. Wenn die Welt mal laden würde. Und ja, dann gehe ich wieder hier raus, mach zu und gehe hier drüben bei Wolfie rein. Ist auch krass. Ich finde das nice. Diese Geheimgänge, die sind nice. Die habe ich nur aus Zufall, weil die Leute meinten, ja, baut doch mal einen Geheimgang. Das ist jetzt mein Geheimgang. Und ja, Leute. Ich hoffe, ihr habt Ideen, wie wir die Zimmer ausstatten können, mit welchem Spielzeug. Oh, ich habe heute noch gar kein T-Shirt angezogen. Okay, Leute, lassen wir mal. Machen wir in der nächsten Folge. Okay, Leute, machen wir in der nächsten Folge. Und die Leute haben mir per Instagram wieder geschrieben. Leute, folgt mir gerne auf Instagram, da bin ich auch sehr aktiv und schreibe viel mit der Community. HeroCraftYT in der Beschreibung, in diesem Video unter der Beschreibung ist der Link. Und da könnt ihr auch gerne auf mein Discord joinen, das ist der Hero am Discord, der Link ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Da bin ich sehr aktiv, schreibe oft, talke oft mit den Leuten. Ihr könnt auch gerne drauf kommen, wenn ihr Bock habt, mit mir zu talken oder mit mir mal zu schreiben. Also kommt gerne drauf und... Das war's mit der Werbung, Leute. So, lul. Kommt da Wasser oben runter? Oh, da ist kein Fluss. Die Leute meinten, jetzt haben wir auf den Dings zurückzukommen, auf Instagram immer, ja, guck doch mal in den Briefkasten. Du hast schon voll lange nicht mehr geguckt. Und ich dachte mir so, okay, ich gehe heute mal in den Briefkasten gucken, Leute. Und jetzt gehen wir in den Briefkasten mal gucken und gucken, was da so geht. Aber ich denke, wir haben keine Post, oder Leute? Was denkt ihr? Ich glaube nicht dran. Erstmal klingeln. Man sieht, außer diesen Knopf sieht man fast gar nicht. Nö, sieht man echt nicht. Hä, doch, Geschenk von Herbert. Hä, ein Geschenk? Warte, ich habe ein Ei? Ist weggeflogen. Okay, Leute, was denkt ihr, was drin ist? Schreibt es in die Kommentare. Nein, Spaß, Leute, wir gucken jetzt rein. 3, 2, 1 und go. LOL, ein Strawberry Ice Cream. Donut. Chicken Burger, ein Team Hero T-Shirt und ein Peter T-Shirt. Leute, Herbert hat wieder die T-Shirts gemacht, Leute. Ich habe ihm das Bescheid gegeben und gesagt, er soll die T-Shirts machen. Leute,
Ist es da? Was wollt ihr jetzt? Komm, wir gucken erstmal Peter T-Shirt. Oh, guck mal. Hä, wie geil sieht das denn bitte aus? Leute, wir gucken uns das mal oben besser an. Leute, das Haus wird noch gebaut, also noch nicht wundern, okay? Das packen wir erstmal. Hä, lol, ein Chicken Burger, das macht mir einfach 4,5 Hungerkeulen. Chocolate Donut und ein Ice Cream. Okay, Leute, wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, gib mir mal bitte, danke. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Oh, wie geil sieht das denn bitte aus? Das ist einfach ein Peter-T-Shirt. Peter, ich habe ein T-Shirt von dir, guck mal. Peter? Ja, seine Augen sind zwar so hier, aber auf dem Bild sind sie halt ein bisschen in der Mitte. Aber Leute, die sich damit auskennen, die wissen, dass es schwer ist. Und aber Leute, das sieht so sick aus. Ach, ey, hallo? Hallo? Sieht wirklich nice aus. Was ist das Team Hero T-Shirt? Leute, ich weiß, was das ist. Leute, ihr seht schon, pass auf, bam. Das ist einfach ein Strohhut mit so einem Splash im Hintergrund wie bei Baby Hero, bloß ein bisschen anders. Und da steht das Hashtag Team Hero drauf. Ihr seht den Strohhut auf meinem Rücken da, bei meinem Skin. Ne? Das ist einfach dieser Strohhut hier. Hä, wie geil ist das denn bitte? Einfach mein Strohhut mit Hashtag Team Hero. Hä, wie geil. Leute, neues Lieblings-T-Shirt. Team Hero T-Shirt. Leute, guckt mal, dieses T-Shirt. Das sieht geil aus, oder? Lul, jetzt haben wir von jedem aus dem Projekt einfach ein T-Shirt. Von Wolfi. Wolfi ist hier drüben. Der kommt aus Blood Hero noch. Baby Hero. Den habe ich seit Anfang meiner YouTube-Karriere, habe ich Baby Hero schon, Leute. Peter ist auch seitdem Blood Hero dabei. War Peter? Wie Wolfi jetzt zum Beispiel. Beide kommen aus Blood Hero. Und Team Hero, ihr wisst Bescheid, das gibt schon ultra lange, Leute. Aber das T-Shirt ist schon... Ich finde es schön. Ich finde schön auch die Rüstung, die passt mega dazu. Das sieht, ich finde, das sieht einfach nur nice aus, oder Leute? Was meint ihr? Was meint ihr? Guck mal, in der Hand, wie sieht das in der Hand aus? Das sieht nice aus. Ich finde es cool. Leute, wie findet ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare. Leute, und in dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr es schon getan habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein weiteres Video verpasst. Ich weiß, es ist wieder ein kurzes Video, dafür aber ein informatives und ihr wisst Internet. Und ich würde es auch nicht zu lange machen, weil sonst kommt das Video vielleicht doch noch gar nicht online oder so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein weiteres Video verpasst. In dem Sinne, haut rein, bis dann und ciao. Leute.